Herzlich willkommen zu Silvia kocht. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und diese Woche sind wir kulinarisch in Salzburg unterwegs. Und da treffen Sie auf einen guten, alten, neuen, jungen Bekannten, den Sie vielleicht schon kennen von letztem Jahr. Heute ist er wieder bei uns in der Sendung, Rudi Obauer. Er hat sein Restaurant in Werfen und folgende Gerichte hat er uns heute mitgebracht. Es gibt vegetarisch zum Beginn Brokkolisalat mit Pekannüssen und Ingwerbröseln. Und dann in der zweiten Runde machen wir ein Schweinsfilet mit Rettich und Gewürzsoße. Und ich freue mich riesig, dass er da ist. Grüß dich, Rudi, wie geht's dir? Grüß dich, Silvia. Danke, dass du mich wieder nimmst. Weiß man, ist ja nicht so sicher. Ne? Du bist ja. Aber hör doch das auf. Ist ja nicht selbstverständlich, dass wir zu der Sendung eingeladen werden. Überhaupt nicht. Es freut mich, dass ich wieder mit dir kochen kann. Und ich hoffe, dass wir einen richtigen Mix aus vegetarisch, aus fleischiges. Ja. Ich bin schon sehr neugierig, was du alles überlegt hast für die Woche. Da schaut schon sehr gesund und grün aus, frische Kresse, sehr geht da Brokkoli. Wie legen wir los? Wir legen so los, dass wir schauen, wir machen einen Brokkolisalat, okay? Da ist ein bisschen Kraut dabei. Da machen wir dann, den kochen wir dann aus dem warmen Kochwasser mit ein bisschen anderen Sachen, wird dann eine Marinade gemixt. Das machst du. So, als zweites machen wir Schweinefilet haben wir da. Siehst du, das ist ja ganz ein gesundes gewachsenes Viech. Das merkt man, das ist ein festes Fleisch, das ist nicht wässrig. Da machen wir zuerst eine Marinade. Gell, wir dann das mit Paprika und Senf und so. Und dann haben wir da noch einen Bierrettich, den haben wir schon vorgerieben. Der wird nur mit ein bisschen Honig, Essig, Salz warm gemacht. Dann fangen wir mal an. Wir tun einmal den Brokkoli ins Salzwasser. Das haben wir uns hergerichtet, weil alles ist ja in dieser Aufnahmezeit nicht möglich. Sendezeit nicht möglich. Siehst du, Sendezeit, rein. Genau, wir tun da alles rein. Das Wasser ist gesalzen und das dauert jetzt einmal ein paar Minuten. Dann brauchen wir für das Filet diese Marinade. Gell? Und da tust du jetzt einmal ein bisschen Paprika rein. Schau her. Da meine Löffel. Ja. Gut. Du hast ja deine Löffel. So. Ich schneide Paprika mir das Filet. So. Ja, genau. Du musst dir vorstellen, das muss jetzt eine würzige für das ganze Fleisch, Sache werden. Ja, genau, für das ganze Fleisch. Dann tust du ein bisschen an Ingwer dazu. Das ist Ingwer. Dann tust du ein bisschen an Knoblauch da rein. Ja. Dann mal so. Ja. Kurz Senf. Ingwer, Knoblauch. Ich meine, es ist alles nur eine Anleitung. Man darf selber denken beim Kochen. Und dann haben wir da noch ein Nussöl. Gell? Jetzt tust du ein bisschen Öl rein. Dann habe ich da eh einen Schneebesen hergekriegt. Ein bisschen an Zucker haben wir da rein. Das muss einfach eine würzige Paste werden. Gell? Salz kommt da jetzt gar keins rein? Salz da mal rein und ein bisschen an Tabasco tust du rein. Ja. Okay. So, und ich schneide jetzt das so Portionsmedaillons. Weil die werden jetzt da mariniert. Ja. Ein bisschen was wir über. Weil es ist ja so, dass nach der Sendung das ganze Team einen Hunger hat. Und da kochen wir dann auch dann, wenn es. Die brauchen nicht glauben, dass wir nur aber zwei Portionen machen für uns zwei, sondern wir sind keine Egoisten. Nein. Wir denken an alle. Wir denken an alle. Jetzt kommt mir diese Marinade sehr dick vor, oder ist das genau das die richtige Konsistenz? Dick. Jetzt kannst du entweder tust ein bisschen an Wein rein, aber ich tat ein bisschen Wasser rein. An Rosmarin haben wir auch noch ein bisschen. Und ein bisschen an Wacholder haben wir da drin. Okay. Und wichtig ist, liebe Zuseher und Kochinteressierte, das, was wir da machen, das ist ja eine Art, aber es hört ja nie auf. Kochen hört nie auf und man kann ruhig aber selber weiterdenken, was passt zur Jahreszeit, was passt jetzt und was kommt jetzt, auf was habe ich einen Guster. Ich koche daheim, wenn ich für mich selber, sind wir den außer, den Schneebesen. Und jetzt haben wir da dieses Schweinsfilet marinieren. Ich mache das. Hast du das ein bisschen gekost? Ja, habe ich gekost, schmeckt gut. Auch von der Schärfe, weil die Schärfe ist ganz wichtig.
Aber das ist ein Gericht, das können wir am Vortag machen, mhm, wenn ich Zeit habe, vakuumieren, mhm, oder halt Luft verschlossen. Und das kann 2-3 Tage auch sein. Mhm. Weil es werde nicht dann braten wie verrückt, sondern es werde nur in dem so warm gemacht, dass Fleisch durch wird. Mhm. Das wird jetzt, ist kein Grillfleisch. So, schau, da haben wir jetzt diesen Rettich. Ja. Gell? Und da tust du halt mal, weil man muss wissen, was brauche ich da bei so einem Radi? Was schmeckt mir? Essig ist gut. Mhm. Also tun wir mal einen Essig rein. Da ist er. Da schauen wir, was wir da zusammen. Das ist der Balsamessig. Balsamessig, ein bisschen, ja. Dann tust du einen Honig rein, mhm, und dann tust du das Salz dazu. Mhm. Das hängt jetzt davon ab, wenn der Radi frisch vom Feld ist, ist er wässriger. Dann brauche ich jetzt nicht so viel Wein rein da oder eben Essig. Mhm. Und Öl gibst du da gar nicht dazu? Öl gebe ich da gar nicht rein, weil du musst aber das Gesamte muss man immer sehen. Gell? Ich habe jetzt ein Schweinefilet, mhm, ich habe einen Radi. Gell? Eins, das andere darf das nicht zerschlagen. Mhm. Jetzt stellen wir das kurz zu, gell, weil das lässt ein bisschen Wasser. Genau. Und dann reiben wir einen Erdäpfel. Schau, jetzt ist der Kaffee, den tue ich jetzt auch, den Brokkoli. Ich lasse das jetzt erziehen, weil du kannst auch jetzt da Suppen weitermachen. Aber was jetzt kommt, dass wir von der Brühe jetzt ein bisschen was nehmen für die Marinade. Hast du vielleicht einen Gressenschöpfer? Ich habe einen Gressenschöpfer. Na schau, da tun wir auch so, schau. Ja. Was auch gut wäre, wenn man da jetzt Mandeln dazu tut, gell? Mhm. So weiße Mandeln, die mischen wir mal. Schau. Und jetzt wir die, da machen wir uns jetzt die Marinade für den Brokkoli. Mhm. So, und da tust du jetzt, bitte, das machst du jetzt. Sehr gerne. Da tust du jetzt einen Balsamessig rein. Mhm. Dann haben wir da. Mhm. Dann. Und dann hast du ein bisschen an Orangensaft hast du da. Gell? Tabasco tust du rein, dann tust du ein bisschen an Knoblauch, kannst du auch noch rein tun. Gerne. So, ich mache jetzt da die Sauce zum Schweinsfilet. Gell? Das ist der Weißwein. Wenn sie einen Schweinefond haben oder einen Hühnersuppen, können sie auch nehmen. Gell? Balsamessig, dann ein bisschen an Chili. Das muss nicht lang kochen. Gell? Da geht es jetzt nur um das, dass ich einen guten Geschmack kriege. Und das wird dann mit, man kann dann Creme Fraiche rein tun, man kann Joghurt rein tun, in die Sauce, man kann einen Sauerrahm rein tun. Aber wichtig ist, wenn Sauerrahm oder sowas reinkommt, erst zum Schluss. So, das warum lassen wir erst zum da, Schluss der Sauerrahm? Weil das fangen sie sonst zum, zum Ausflocken an. Gell? Darf ich salzen auch? Weil das jawohl. Ist als Kommando machst, nicht kommen. Du tust jetzt so, als wäre dein Guster. Sehr gerne. Tust jetzt. Mhm. Und mir dann, jetzt ist das noch warm, ein rohes Ei mixt du dann da rein. Okay. Das rohe Ei ist da. Das mixen wir rein. Okay. Warum? Wie kommst du auf das? Rohes Ei? Schau, das ist schon fast wie eine heiße Suppe. Mhm. Rohes Ei gibt mir eine Bindung. Und das hält man dann auf dem Salat. Verstehst? Aber du musst schauen, dass alles ein bisschen eine Feier hat. Gell? Verstehst? Tabasco habe ich, glaube ich, nicht gespart. Muss ich hast jetzt auch, schau, ich habe jetzt das Kraut dazu geschmissen. Gell? Mhm. Verstehst? Das koche ich gar nicht mit. Ich lasse es jetzt nur ziehen. Schau, wie das gut ausschaut. Da, allein die Farbe, wenn es auch draußen regnet und finster ist, freut es dich. Ne? Das ist so. Gute Laune, Küche. Wenn's so, ach, genau. Darf ich? Ja. Das Ei einmal. Salz hast du drin, Pfeffer hast du drin. Pfeffer ist noch keiner drin. Senf hast du drin. Oder ein bisschen kosten. Chili tust du rein. Aber Tabasco habe ich so viel reingegeben. Ah, da passt schon. Schauen wir mal, passt was da rauskommt. Und Senf hast du ein bisschen rein da. Und nein, ein noch nicht. Honig. Orangensaft ist drinnen. Ist drinnen. So. Warte mal, Achtung. Jawohl. Dann gebe ich nur ein bisschen Senf dazu. So. Und so wie der Rudi gesagt hat. Jetzt ist der Weißwein, gell, mit dem Curry, Kurkuma, ein bisschen Chili. Und schau, und da tun wir jetzt ein bisschen und Creme Fraiche oder Sauerrahm, das ist dann. Nein, ich glaube, das ist ein Naturjoghurt. Weil Naturjoghurt, genau, ja. Schau, das ist, weil man die Zellen nicht genau. Ein paar Takte dazu, weil das ist ein Naturjoghurt von Bio aus dem Tal, nennt sie das Unternehmen. Die sind zu Hause in Kleinaal, das ist ein Familienbetrieb, eine Hofmolkerei auf 1200 Metern Seehöhe. Und da sagen wir ganz lieb Danke an Bio im Tal. Siehst, das ist schön fett, gell? Mhm. Und da kriegen wir eine super Emulsion dann zusammen. Da braucht man dann gar nicht mehr viel Butter rein. Das lassen wir aber jetzt nur mehr so ein bisschen warm werden. Aber jetzt nicht in dem Sinn reduzieren. Mhm. Jetzt schaust du, dass du eine Emulsion zusammenbringst, ein bisschen rein, gell? Und gut. Schau, wie schön das aus. Aus? Gut, so schaumig, schau mal. Jetzt habe ich da die Sperre drin beim Ofen. Ich mach schon.
Bitte. So. Was sagst du? Das schmeckt gut, ha? Das passt schon. Warte mal. Okay. Die Sperre ist, glaube ich, eh schon draußen, oder? Was soll ich da einschalten? Das da, das da? Das da und das da vorne brauche ich. Da ist die Sperre. Nein, ich glaube, jetzt passt schon wieder. So, da der Radi tut das seine. Ja. Und da tun wir jetzt einen Erdäpfel ein bisschen reinreiben. Gell? Das mache ich gern. Das tust du jetzt gleich. So. Und ich tue jetzt diese Schwänzfilet, die marinierten. Und die tun wir nur da in die Pfanne rein. Siehst du? Mit der Marinade. Aber weißt, ich bin auch ein Freund im Geschäft, ich sehe oft ein Wirbel. Und daheim koche ich mir gern was, was ruhig ist. Weißt? Still cooking, nenne ich das. Aber das hast du auch erst lernen müssen, oder? Ja, wir lernen müssen. Und darum koche ich auch daheim, aber, weißt, so was in der Geschirr, ein Topf, weißt, wo alles fertig ist. Yeah. Und dann wird das gemacht und dann kommt es am Tisch und dann stehe ich nicht mehr auf. Das interessiert mich nicht. Das passt dann reicht schon. Da das? Ja, was ist eigentlich der Zweck jetzt? Was soll da passieren? Da kriegst du jetzt eine leichte Bindung. Weißt? Mhm. Falls Sie Lust haben, unsere Rezepte nachzukochen, beziehungsweise natürlich die Rezepte vom Rudi Obauer, weil ich darf da nur helfen, dann finden Sie alle Rezepte auf extra.orf.at oder auf tv.orf.at. Wir haben auch alle Rezepte immer in der ORF-Nachlese drinnen und im Teletext auf der Seite 356. Ja. Und da geht es auch schon weiter mit Abwaschen. Ja, jetzt tust du das alles da raus und da rein. Mach ich. Und wichtig ist, gell, dass der dann da nicht anbrennen anfängt, weil sobald der Erdäpfel drin ist, kriegst du ja die Süße noch mal rein, gell, und auch ein bisschen kann sie anlegen, weil dann kriegst du diesen guten Röstgeschmack, wie wenn ein Kaffeeol oder was, wenn er sich leicht anlegt, das schmeckt dir gut. Gell. Das geht mal. Daran. Das passt schon. Da noch ein bisschen Thymian drauf, siehst du? Okay. Schau, das ist allein, das ist ja schon ein Foto. Jetzt tun wir da ein bisschen Butter rein. Gut, warte, gib ich dir ein Messerchen. Nein, weißt du, jetzt machen wir das anders. Jetzt tun wir zuerst ein bisschen Zucker rein. Okay. So, den tun wir leicht karamellisieren lassen. Ganz leicht. Da gebe ich da so einen Löffel dann schon, oder? Schau, du kannst da die jetzt umdrehen einmal. Mache ich gerne. Und siehst du, was das jetzt für einen schönen Glanz hat? Da? Großartig. Schau, das geht da ganz schnell. Ja. Ich lasse die übernehmen, lieber Rudi, und drehe das Schwein, die Schweinsmedaillons um. Da tun wir jetzt nur ein paar Nüsse rein. Ja. Weil die brauchen wir für den Salat dann. Das müssen natürlich nicht Bäckernussen sein, gell? Das ist halt jetzt, weil wir gerade haben, aber unsere Walnussen, Haselnussen. Und dann kann man es entweder ganz drauf tun oder man lässt das hocken. Gell? Da tue ich ein bisschen Butter rein, dann löst sich das ein bisschen. Gell? So, und jetzt tun wir das dann raus. Da ist noch der Ingwer, gell? Ja, jetzt, das brauchen wir ja. Schau, weil wir brauchen ja die Butterbrösel jetzt noch. Mhm. Schau, ich gebe dir Butter. Tun wir Butter rein da. Genau, dann machen wir jetzt, da tun wir ein bisschen Ingwer rein. Gerne. Den geschnittenen Ingwer haben wir da. Schau her. Ja, genau. Und dann tun wir, streifen wir Brösel rein. Gerne. Wie viel von Butter dem Ingwer? Butterbrösel magst du gern, oder? Sehr gerne. Du rein in Ingwer, das ist verkauft. Alles, oder? Ja, ja. Gut. Mhm. So, schau, jetzt das Brösel rein, da tun wir aber noch eine Butter dazu. Gerne, warte, schau her. Man muss wissen, die Butter ist lang verteufelt worden, aber das Gesündeste in der Früh ist ein Butterbrot für den Darm. Gell? Das ist die Schmiere für den ganzen Tag. Wie viel magst du dem? Du noch einer. Olivenöl ist ja gesund, ne? Aber warte. Ja. Das sind jetzt Schwarzbrotbrösel, weißt du? Das kannst du jetzt genauso hernehmen, einmal für den Rücknädel, warum nicht? Oder Zwetschgenknödel. Oder einen Fisch panieren mit den Schwarzbrotbrösel. Nicht mit Weißbrotbrösel, sondern Schwarzbrotbrösel. So, jetzt haben wir, schau, jetzt brauchen wir, jetzt haben wir das, jetzt brauchen wir nur mehr die Sauce. Die Sauce. Was brauchst du für die Sauce? Und bei der Sauce, da tun wir jetzt ein bisschen Butter rein. Gerne. Okay. Und da brauchen wir jetzt den Stoppmixer. Kommt sofort, damit Chef. Damit wir eine schöne Emulsion, und brauchst gar nicht abwaschen. Nicht? So. Okay. Und da, mixst du mal. Warte mal. Dass sie das da auch gut sehen können, wenn ich da mixe. Genau. Was für eine tolle Farbe, gell? Nein, vor allem ist das eine Sauce, weil das ist nur Essig, Wein, das gute Joghurt und eben ein bisschen Schärfe. Schärfe, Honig. Und die Sauce kannst du genauso, wenn Spargelzeit ist, wenn zum Fisch, weißt du, das ist eine neutrale Sauce. Mhm. Da kann ich mir einen Happy-Salat machen mit dem und einen frischen Schnittlauch drauf und ein anderes Schwarzbrot. Mal was anderes. Ist, ja,
Genau. Sehr gut. Das haben wir, die Eier. Brauchst du die noch für was? Die Eier, da haben wir dann drauf, weil wir sind ja jetzt schon beim Anrichten. Darf ich nur fragen, dieser Mozzarella, den wir so gut angekündigt haben, der kommt wo drauf? Der Mozzarella, den tun wir jetzt da bei dem Salat, bei dem Brokkolisalat drauf. Okay, dann sage ich was, sobald wir anrichten, sage ich was zu diesem Mozzarella, weil das ist was Besonderes. Und den schneidest du dann, da wischen wir einmal an, oder? Mhm. Wie darf ich diesen Mozzarella für dich schneiden? Da schneidest du mir ein paar Scheiben und schneidest ein paar so Eckerl. Weil wir richten das in das Teller an, weißt du, das so, gibt mehr her im Foto, wenn es eine Struktur hat, das Ganze. Ich sage noch ein paar Worte, also ich lasse jetzt ganz kurz alleine da mit den ersten Schnittflächen vom Mozzarella. Und dann gibt es ein paar Worte zu sagen. Mozzarella, wie der Name schon verrät, ist Mozzarella aus Schafmilchkäse vom Biohof Lehengut. Die sind zu Hause in Pfarrwerfen, ein ganz toller Familienbetrieb. Und die sagen, Käsen ist nicht nur Handwerk, sondern auch Leidenschaft. Und an dieser Stelle ein ganz liebes Dankeschön an die Birgit mit ihrem Mozzarella. Und da kommt ja jetzt beim Schwein kommt ja der Forcherspeck drauf. Der Forcherspeck, das habe ich ja für einen Sepp Forcher kreiert, weil der früher, wie er Träger war in Capron mit als Junge, hat er nichts gehabt als wie Wasser, ein Brot und ein Paprikaspeck. Mhm. Und uns bei der Metzgerei haben sie es immer gemacht. Und seinen 60. Geburtstag habe ich einmal gemacht, weil er aber geredet hat vom Paprikaspeck und habe ihn gefragt bei Handschlag, ob der Forcherspeck heißen darf. An der Stelle liebe Grüße an den Seppen einmal. Ja. Sehr schön, na dann bitte. Jetzt pass auf, jetzt brauchen wir unser Geschirr. Ja, das hast du mitgebracht. Dann tun wir da anrichten. Schau her, da ist das, da ist das. Du sagst, jetzt wird es nicht ganz hinkommen, gell? Mhm. Da nehme ich aber jetzt den Schöpfer. Da habe ich einen Schöpfer gehabt. Zuerst da ist er, schau. Übrigens, ich wollte mich ganz herzlich bedanken, dass du da auch so ein bisschen Rücksicht genommen hast, dass wir ein bisschen vegetarische Rezepte auch reinnehmen. Weil von Ihnen kommen ganz oft Zuschriften, was Sie sich gerne wünschen in der Sendung. Und wir versuchen immer Rücksicht darauf zu nehmen, was Sie so im Kopf haben, was Sie gerne sehen würden. Und wir geben das dann auch gerne an unsere Köche weiter. Und der Rudi war so lieb, dass er gesagt hat, jetzt mache ich mal was in die vegetarische Richtung. Ja, weißt du. Und ich muss ja sagen, wir essen das selber auch gern vegetarisch, weißt? Aber was ich nicht mag, das ist das Extreme, weißt? Dass der Fleischesser im Vegetarier anschaut, als wenn er was gestohlen hätte, und der Vegetarier im Fleischesser anschaut, als wenn er ein Mensch vom Mond war. Ne? Ich glaube, wir leben in einer Demokratie und es sollte jeder essen, was er glaubt, und was er glaubt, dass er mal gut tut. Gell? Und dann haben wir alle unsere Ruhe. Schau, jetzt tun wir so, weil das... Ein bisschen rustikaler, da, ja. Und da tun wir da so Eckerl drauf. Schau. Und dann haben wir so. Mhm. Und dann haben wir da die Nussen. Die Pekan. Die Pekannussen. Das ist sehr neugierig. Jetzt stellen wir das da. Ich stelle das weg, dass du nicht im Weg ist. Kann ich da besser arbeiten. Mhm. Okay. Dann haben wir da dieses, das ist Oregano. Was hast du da wieder für Zauberstab mitgenommen? Ja, Oregano von uns daheim. Aber sind wir sicher, früher hat das alles geheißen Herb de Provence, also wo der Lavendel, Salbei, Thymian drin ist. Mhm. Und jetzt nehmen wir da die Brezel drauf. Mhm. Und die Brezel sind ja so, dass man sagt, die ist Löffelweiß. Und dann ist noch was, das ist auch fürs Auge ganz schön, wenn man da den Eidotter schaut, man kann das Eiweiß, jetzt haben wir die Reibe, jetzt tun wir ein bisschen Orangen drauf rein. Riechst du schon den Salat? Super, ich bin wirklich gespannt, weil ich mag Salat sehr gerne, aber so habe ich das noch nie gehabt in der Kombination. Siehst du, und jetzt hast du da das Ei noch. Jetzt kannst du natürlich dieses Gericht sofort zu einem, auch mit ein bisschen, sage ich mal, Forellner, Saibling, okay, ein Jakobswurschtel. Magst du sagen, was du da gezaubert hast? Die Bachgässe. Achso, weil die hast du extra nur gepflückt, ja, gell? Die Bachgässe, das ist ja überhaupt ganz was Gesundes, die Bachgässe. Das haben meine Bären auch gegessen, damit alles die ganzen Giftstoffe vom Winter rauskommen. Was hast du gezaubert? Da haben wir jetzt den Brokkolisalat mit Mozzarella. Mäh, kommt ja vom Schafe. Schaf, ne? Ja. Mozzarella aus unserem Ort. Dann die frische Bachgresse und die Brezel mit Ingwer und mit Schwarzbeer. Genau, Bäckernüssen. Super. Darf ich? Ja, bitte, Herzkost. Ich bin sehr neugierig. Und ich bin aber in dem sicher, Fall ist das halber, den Geschmack hast du gemacht, die Marinade. Ja, naja, aber ja. Schauen wir, ob's. Und den Mozzarella, den darf man dann auch verputzen, weil nicht, dass da was übrig bleibt. Nein, da bleibt nichts über. Mmh. Wow. Mmh. Wow. Fast so gut. Wow. Mmh. Ganz was Feines. Also, ich bin begeistert, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, weil diese,
diese Süße von den Semmelbröseln, also von diesen Brotbröseln, gemeinsam mit ein bisschen Orange, mit dem Brokkoli, das macht sie richtig fein. Und guter Tipp auch dieser Orangensaft im Dressing drinnen. Ganz fein. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass daheim dann genau das kochen müssen. Das soll der Ansporn sein, dass sie Freude haben, dass sie kochen wie ein Kind. Aber das ist immer wieder neue Ideen. Und darum sind wir immer wieder unterwegs und wir essen gern überall. Und sogar bei den unscheinbarsten Restaurants und Wirtshäusern sieht man was Neues. Ja, super gut. Ja, dann bin ich gespannt jetzt auf die zweite Runde. So, zweite Runde. Sie erinnern sich, wir haben da den Rettich gemacht mit ein bisschen geriebener Kartoffel rein, Honig ist drin. Fährst du dann noch mal rein, damit der Mixer? Gerne, fahre ich noch mal rein, ja. Mhm. Und da kannst du natürlich jetzt beim Anrichten so tun, weißt du, mit einem Teller soll ich überleben. Ich kann jetzt alles aufhauen, ich kann das Gericht so am Tisch stellen, schmeckt gleich. Aber. Gell? Aber. Dann kann man natürlich sagen, wieso, das kann man ja fein auch anrichten. Mhm. Das Auge ist ja genauso mit. Jetzt tun wir ein Filet so, schau. Das tun wir da einmal so drauf. Dann tun wir ein Filet gleich so. Die Crew schaut schon, gell, dass ich ja nicht zu viel aufgetue, damit ja was bleibt. Jetzt kriegt alle was. Gar keine Frage. So. Da noch ein bisschen was von dem Rettich. Jetzt tun wir das da drauf. Mit dem Rettich hast du mich inspiriert, weil das ist irgendwie so ein Gemüse. Ich greife jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so oft im Supermarkt hin. Aber das war jetzt eine neue, sehr leichte Variante mit der reingeriebenen Kartoffel. Ein bisschen Honig, Essig war drinnen. Ja. Eigentlich ganz schnell. Und jetzt tust du ein bisschen mit der Sauce. Die Sauce. Warte, ich gebe dir einen frischen Löffel, weil sonst, da kenne ich meine Seher auch schon sehr gut. Aber wenn das der Chefkoch macht, dann ist fein. Ja, und dasselbe. Siehst? Und jetzt kriegst du... Weißt du, das Auge, das ist genau das Auge. Weißt du, jetzt auf einmal hast du im Frühling, hast du da jetzt da. Da tun wir jetzt dann noch so. Mhm. Und dann haben wir da noch einen Sepp-Forcherspeck. Und da hat er da wirklich die Freigabe gegeben. Jawohl. Ja, und siehst, und das ist jetzt da der Aufpepp. Das tun wir da so drauf. Mhm. Und eins legen wir so hin. Ja, siehst. So, und jetzt kann man da von dem Astel noch was da. Ja. Und das ist für mich, so wie der Teller so ausschaut, die moderne Regionalität. Verstehst? Mhm. Warte, glaub ich. Schnittlauch da noch dazu. So, und jetzt haben wir da noch einen Schnittlauch. Den tun wir so drauf. Und jetzt würde ich den Rudi bitten, dass er nur einmal zusammenfasst, was er da gezaubert hat auf den Teller. Ich lasse sie mit dem Anblick ganz kurz alleine. Rudi, leg los. So, da haben wir jetzt das gesunde Schweinsfilet, sage ich jetzt einmal, mit Bierrettich, Sepp-Forcherspeck und einer Gewürzsoße nach deinem Geschmack. Rudi, herzlichen Dank. Ich hab dich ja noch die ganze Woche, Gott sei Dank, oder? Du vertrittst Salzburg. Und ich darf jetzt verkosten und es tut mir leid, dass Sie nicht verkosten dürfen, aber wenn Sie es nachmachen, dann schicken Sie uns doch bitte ein Foto davon. Upsi. So, Fleisch haben wir schon einmariniert. Schau dir das an. Ja, der Tod ist zu viel, zu große Hitze. Gell? Dann ist Schweinsfilet trocken. Mm, wow. Ja. Ich meine, Schweinefleisch wäre auch unrecht. Das ist schon ein Unterschied, ob es ein richtiges Bio-Schweinefleisch ist, ob der Bauer sauber ist, ob der Hof einfach sauber ist. Man riecht es ja, weißt du? Ein gutes Schweinefleisch riecht nicht. Wann, dann höchstens nach dem Stall. Aber ein guter Stall riecht auch nicht, der schmeckt, sagen wir. Ja, das stimmt. Und ich sage dir, was nur schmeckt, der Radi ist hervorragend. Also ich freue mich schon auf viele Tipps, die die Woche noch folgen werden. Die Rudi Obauer-Fans sind gestellt. Wir sind kulinarisch in Salzburg mit dem Rudi Obauer. Wer bei ihm essen gehen möchte, Restaurant in Werfen wäre es. Und an der Stelle herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Wir werden da jetzt noch fertig essen. Und Rudi, wir sehen uns morgen. Herzlichen Dank. Freut mich schon. Sehr lieb. Mahlzeit. Gutes geworden. Sehr, sehr gut. Radi ist so lange. Die beste.